Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot EU. Heute in einer sehr illustren Runde, die wir einfach mal so ein bisschen vorstellen. Lieber Andi. Andreas Hörer, hallo. Tobias Jenatz, hallo. Schorsch Tanner. Florian Tombeck. Stefan Eich. Rainer Rose. Ja, wir alle sind begeisterte RCOLC-Freaks, ja. Und jetzt, lieber Rainer, du bist also quasi unser Vater. Und jetzt erkläre uns mal ein bisschen, wie ist es denn entstanden? Ja, der RCOLC ist ganz einfach als Ableger entstanden von dem ganz normalen OLC. Wir sind auch die einzigen der Online-GPS-Wettbewerber im Modellsegelflug, die nach Original-Segelflugregeln fliegen. Das sind also keine Besonderheiten erfunden worden, die speziell für Modellflieger gelten. Und wir sind der sportpolitischen festen Ansicht, es macht Sinn, den Modellsegelflug zum normalen Segelflug in gewissen Bereichen zurückzuführen. Aha, das hört sich toll an, ne? Sind wir auch begeistert für die Idee, oder? Absolut, super. Ja, absolut. Also. Schorsch war letztes Jahr Nummer 1. Ja, letztes Jahr auch Nummer 2. Letztes Jahr. Also für mich war es immer Nummer 1. Also. So, und das ist ja aufgeteilt in verschiedenen Klassen. Vielleicht erzählst du mal was darüber, über die, sagen wir mal, die Rutschefiedelflieger, nicht die Scaleflieger, was da so interessant jetzt dabei ist in der Hang- und auch in der Freigeländewertung. Ja, Freigeländewertung. Also das Interessante ist ja eigentlich, dass man mit ganz unterschiedlichen Klassen zusammenfliegen kann. Also beispielsweise, wenn man jetzt mit Leuten wie dem Florian oder dem Schorsch zusammenfliegt, bin da einige Klassen drunter, fliege nicht mit so einem tollen Gerät wie dem Arcus zum Beispiel, aber man kann trotzdem über diesen Index, der da dahinter liegt, einfach gemeinsam fliegen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Man kann auch von Leuten, die einfach extrem viel Wettbewerbserfahrung haben, bei möglichen Wettbewerben wie den beiden, sehr viel lernen. Das heißt, als völliger Durchschnittshobbypilot, wie ich zum Beispiel, kann ich einfach mit denen zusammen fliegen und habe einen Vergleichsmaßstab. Nicht am Wettbewerb unbedingt, sondern Vergleichsmaßstab. Und das ist eigentlich das Spannende. Lieber Andi, was hast du für Ambitionen in diesem? Ja, ich habe letztes Jahr ja mit dem Duodiscus relativ viel gemacht. Dieses Jahr mal in die Zweitklasse umgestiegen, also eine Klasse kleiner. Und versuche da jetzt momentan mit dem Sirion ordentlich Druck zu machen. Das machst du ja auch. Ja, hab's fest vor, bin fleißig am Fliegen. Und Schorsch schießt den Vogel zurzeit ab mit Punktzahlen, mit Schnitten von weit über 100 Stundenkilometer. Man ist ja völlig begeistert, wenn man sieht, wie du da rumnagelst. Ja? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wir das kennen. Dreieck fliegen, kurbeln hoch, rein. Du schaffst es ja wirklich, die Thermik so weit zu erschnüffeln, dass du wirklich Speeds über diese große Strecke. Erzähl mal dein Geheimnis. Ja, Geheimnis ist erstens mal der gute Flieger, natürlich der Arcus. Und das andere ist natürlich ein bisschen die Erfahrung mit schneller Fliegen oder Kunstflug, dass man das halt auch noch ein bisschen mit einbinden kann. Dass man halt die enge Kurven vielleicht fliegt und weiß, wo die Thermik ungefähr steht und bis zur nächsten Thermik halt einfach gut durchkommt, ohne dass man viel Höhe verliert und die nächste wieder komplett mitnimmt. Und der letzte Schnitt war heute die 136, das ist halt momentan das schnellste, was geflogen worden ist. Ja, gratuliere. Also das ist ja, jeder hat gestaunt. Ja. Lieber Rainer, das geht genau in die Richtung, die du haben möchtest. Ne? Ja, genau, so ist es richtig. Und wir werden auch hier an dem Gesamtkonzept im Kern nichts ändern. Das Einzige, was wir im Kopf haben über die Jahre, ist, die Wertungszeit zu verlängern. Die Wertungszeit zu verlängern, dass man also mal eine Stunde oder eineinhalb Stunden die Wertung fliegt. Aber da haben wir momentan halt grundsätzlich das Problem, dass die Leute schon ihre Schwierigkeit haben, überhaupt eine, zwei, drei Runden hintereinander zu fliegen. Also momentan sind die Fertigkeiten noch nicht in der Form da, dass man die Aufgabe vergrößern sollte. Da sollte man ein bisschen warten, bis das gelingt. Ja, gutes Statement. Ja, lieber Florian, zu dir. Deine Würfe hier mit dem Arcus zum Profil haben sich ja wirklich gut gezeigt. Also es kann gut steigen, die Maschine, sie kann gut die Strecke übernehmen. Also du siehst ja auch jetzt mit diesem Wettbewerb, dass deine Modelle ziemlich weit nach vorne gekommen sind. Das erfüllt dich also unheimlich jetzt mit Stolz. Ne? Ja, das ist das eine. Das andere, da kann ich gleich anknüpfen beim Schorsch, das Interessante oder die neue Dimension im Segelflug überhaupt. Ich habe mich immer für einen guten Segelflieger gehalten, aber ich muss sagen, langsam lerne ich es erst. Die Dimension im Streckenflug ist völlig anders, als wie das, was der Modellflieger kennt, rauf immer, das rauf und runter. Die Fertigkeit, die Thermik anders zu nutzen, auf Strecke zu nutzen, ist eine ganz andere und hochinteressant. Das ist eigentlich mit meiner Hauptambition. Natürlich, dass wir jetzt mit Markus einen guten Wurf haben, ist das eine, aber da macht es natürlich umso mehr Spaß, ist ja klar. Aber das andere ist wirklich die neue Erfahrung, dass ich das kennengelernt habe, dass es was anderes auch noch gibt. Ja. Ja, du wolltest was sagen? Nee, einfach nur.
Also, aber Andi sagt jetzt was dazu, wie das Reglement ist. Ihr habt jetzt gehört, so von den Profis, wie es jetzt in Nutzung ist, was die eigene Intention dabei ist und was die Ausrichtung ist hier von der Leitung der Competition. Jetzt erklär uns mal so ein bisschen die Regeln dazu. Alles klar. Also in ganz wenigen Worten, wo der Teilnehmer hat den Logger in seinem Modell, lässt das Modell dann, hier sieht man es mal als dargestellt, auf der Piste ein paar Sekunden ruhen, um eine schöne Nulllinie zu erreichen, steigt dann zum Beispiel auf im Elektrosteigflug. Wichtig ist für die Teilnehmer, diesen Motorauspunkt zu versuchen, über den ganzen Tag immer am gleichen Punkt zu setzen, um immer wieder den Punkt sicher zu treffen. Das heißt, ab dem Motor aus ergibt sich ein gedachter Zylinder, der für den gesamten Wertungsflug an diesem Zeitpunkt Platz steht. Und immer dann, wenn dann das Modell, nachdem es zum Beispiel dann Thermik gefunden hat oder zunächst mal gar keine Dreiecke fliegt, einfach nur mal das Gelände erkundet, dann irgendwann erkennt, den ganzen Bereich hier geht es sehr gut, dann fliegt man zurück und macht eine Runde auf, indem man quasi durch diesen Start-Ziel-Kreis fliegt, die Runde eröffnet beim Verlassen des Kreises, dann versucht natürlich relativ effektiv als Dreieck, als großer Kreis, einfach nur als Fläche, die Fläche auszunutzen und dann wieder zurückzukommen, einen Meter höher auf der gleichen Höhe oder etwas drüber. Erst dann gibt es eine gültige Runde. Ich hatte mal 6 Meter tiefer, da hat mich unheimlich geärgert. Das ist ein Nuller. Der Server des OLCs rechnet dann in diese geflogene Fläche eine entsprechende Dreieckskonstellation, die schnellstmögliche Dreieckskonstellation. FAI, ne? Deswegen das muss. Genau. Und dafür gibt es dann die Zeitwertung und auch die entsprechenden Punkte. Wichtig ist nochmal, dass der Teilnehmer sich zunächst auf diesen Motorauspunkt konzentriert und an Dreiecke überhaupt nicht denkt. Der Punkt muss so sitzen, dass man den Punkt immer wieder trifft. Und über den ganzen Mittag, wenn man lustig ist, einfach an dem Punkt vorbei, eine neue Runde eröffnen, eine Runde wieder schließen. Das kann man so oft machen, wie man möchte. Es endet mit der Landung oder mit einem weiteren Steigflug. Dann ist der Zylinder gelöscht und beim nächsten Motor aus neu platziert. Das heißt, also während ich jetzt fliege und sage, ich habe eine gute Runde gemacht, schmeiße ich den Motor wieder an, mache mir einen neuen Punkt. Und geht die neue Wertung los. So kann man an einem Tag mehr Wertungen in die Gesamtwertung bringen. Ja, das ist gut. Also, lieber Flori, du hast einen ganz tollen Tipp gestern auch gesagt, wo du immer deinen Startpunkt setzt. Für mich ist ganz klar, weil man in unterschiedlichen Höhen das Ganze fliegt, genau über mir. Genau über dir? Ja, möglichst genau über mir. Das ist, sagen wir mal, aus meiner Erfahrung auch die, am Anfang die größte Hürde, dass man das praktisch auch beherrscht. Weil das ist für uns Modellflieger ja nicht üblich, dass wir über uns fliegen. Das muss man ein bisschen erlernen, was wirklich senkrecht über einem ist. Und wenn man das einigermaßen dann beherrscht, dann ist ja dieses Nebensache, man kann sich wirklich auf den Streckenflug konzentrieren. Jetzt noch eine Sache, die mir so am Herzen liegt. Die Frage des Wertungsbeginns, findet der statt, wenn ich hier durch den Kreis komme? Beim Verlassen des Kreises, also beim Verlassen in Richtung von der geflogenen Fläche, die man beabsichtigt. Genau. Und es endet beim Wiedereintritt in den Bereich. Genau. Wenn man also zurückkommt und hat etwas Fahrtüberschuss, dann lohnt es sich, etwas vor dem Einflug schon hochzuziehen, um nicht nachher wegen einem Meter den Flug zu verschenken. Oder genau das ist nämlich passiert. Ich habe in dem Kreis hochgezogen und das heißt, ich muss vor dem Kreis hochziehen. Genau das war's. Ein bisschen vorher aufmachen. Ich bin nämlich immer von unten hoch. Seht ihr? So löst sich das ja. Das macht aber, die Schambe-Gruppe macht das anders. Die bleiben drauf. Also da geht's, wenn es teilweise richtig geht, ich fange gleich das nächste Dreieck an. Ja. Das ist aber kein Muss. Also man kann es ja wohl nach einem Dreieck. Man beschleunigt dann schon gleich rein. Ja, man muss aber nicht weitermachen. Wenn ich ein Dreieck habe, kann ich eine Viertelstunde mit den Kollegen wieder Spaß fliegen, was ganz anderes machen und wieder zurückkommen und doch wieder eine Runde anfangen. Also ich kenne keinen, der einmal das Messer zwischen den Zähnen hat, der da irgendwie daran denkt, mit Kollegen noch was rumzumachen. Ne? Also ich weiß, das muss ja auch Spaß machen. Ja, klar. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt hier reinfliege und gehe rum, zack, zählt der Punkt, der GPS-Punkt, der hier ist, für die Geschwindigkeit sowie auch für die Höhe. Genau. Und der Radius ist es nicht der Punkt des Radius, sondern es ist die Außenkante des jeweiligen Start-Ziel-Kreises. Genau, ganz genau. Okay. Also mit anderen Worten, da kann keiner vorher irgendwie Heckmeck machen und dann eine Differenz draus machen, sondern es zählt dieser Punkt sowie auch dieser Punkt. Ganz genau. Und deswegen ist das Wichtigste am OLC-Fliegen, diesen Punkt zunächst sauber zu treffen. Ja. Über Kopf exakt oder über Baum oder wo man es eben da kommt möchte. Man immer genau rein. Genau. Ja. Und bringt auch Für die Philosophie von Florian spricht auch, man braucht dann nur immer zu sich selbst zurückfliegen. Ja, man trifft es genau. Man trifft es immer dann genau. Man braucht keinen anderen Punkt anfliegen.
sondern nur, man fliegt nur zur Sicherheit automatisch immer drin. War das nicht toll, meine Lieben? Also, ihr könnt das alles so schön betrachten und Schorsch, ich wünsche dir wirklich, ja, okay, mach weiter so, ja, und lieber Flori, es macht irre Spaß, auch zuzuschauen, wie ihr das da vorne betreibt, ja, und ich habe es ja selbst auch schon geschafft, mit dem Solius mal was zu machen. Mit deinem großen Delius, oder was ist das? Den ASH31, genau, von Paritech, die läuft auch ganz gut. Und es macht also einfach Riesenspaß. Egal, Schaum fliegt auch. Ja. Ja, da haben wir sogar einen zweiten, dritten, fünften, sechsten, siebten Tageswertung mal da gemacht. Ja. Und das ist ja das, was du sagtest, dass man ja quasi mit allen Maschinen dort sich dann messen kann. Und ihr habt da wirklich etwas auf den Markt gebracht, was wirklich fantastisch ist. Der Frank Schwarz fliegt ja prinzipiell mit so einem Art Skyclimber oder Easyglider. Nicht Easyglider, also mit 2 Meter. Mit 2 Meter. Genau. Mit 2 Meter EPP. Genau. Ne, und dann macht ihr tolle Flüge. Ne? Ja, macht tolle. Also, wie ihr seht, es macht riesen Spaß, ja, von den Profis bis zum Anfänger da irgendwie mitzuschnuppern. Und Dankeschön für das tolle Interview. War mir eine Riesenfreude, eine Riesenehre. Dank dir. Danke. Danke, Stefan. Danke, Schorsch. Florian, lieber Rainer. Hat sich ja zu ergeben. Ja, genau so kurz. Also, und zum Schluss, wie immer, bei Modellpilot EU: Modellfliegen ist Spitze. Dankeschön. Am Start ein Windows 4 DM, ebenfalls aus dem Hause HW Modellbau. 9 Meter schnell. Dann landet ihr jetzt auch und macht dann wahrscheinlich die Tube in den Start. Das Ganze, die Tube fliegt schon immer wieder her zum Training. Das gibt das komplette Set. Hast du schon einen LED? Bitte? Hast du schon eine Runde? Ja. Ja. Die erste Runde ist schon geschafft. Das ist super. Schon wieder sehr spannend. Ja, verstehe. Erzähl mal, wenn du jetzt durch den Startzielkreis durch bist, wie schätzt du da die Meter ab auf den Schenkeln? Per Telemetrie. Achso, die Streckenlänge, ja. Die wird per Optik abgeschätzt. Viele Telemetriesysteme können das aber auch praktisch über Entfernungsmessung und einen Warnton praktisch. Aber es geht im OLC ohne weiteres auch über Schätzung. Mit ein bisschen Übung geht es per Schätzung. Ah, ja. Und dann kriegst du einen Abgleich mit der Schätzung am Abend, wenn du das eingereicht hast? Im Grunde, es geht ja praktisch nur darum, dass man das Dreieck nicht kleiner fliegt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet sich ja aus der Größe vom Dreieck. Also man hat keinen Nachteil, wenn man ein größeres Dreieck fliegt. Das Dreieck wird ja automatisch in die Strecke gelegt und daraus die Durchschnittsgeschwindigkeit errechnet. Mhm. Also was der Gerd eben erzählt hat, im Startzielkreis, wie legst du den am besten fest? Genau ober mir. Aha. Das ist am besten, weil das Dreieck fliegt man unter Umständen ja auch hinter sich. Je nach Flugplatz. Ja, ja. Aber oft kommt es vor, dass man auch die Strecke komplett anders legt, wenn die Thermik eben besser ist. Das ist ja das, vor allem das ganz Interessante daran, dass man das Ganze nach dem Wetter fliegt. Und so ist über einem der Punkt halt auch wieder zu finden. Wenn man den Punkt quasi ein Stück weg von sich setzt, dann findet man den nur ganz schwer wieder. Aber sagen wir, das sind ja nur so Rahmenbedingungen, die man halt ein bisschen erlernen muss. Aber das Interessante ist eigentlich das Fliegen in der Strecke. Auf das kommt es eigentlich an. Und das ist eine riesen Bereicherung für uns Segelflieger. Ja, so ist. Und neben mir steht, hier Rainer Rose steht neben mir. Lieber Rainer, du hast ja was in die Welt gesetzt für uns Segelflieger. Weltweit. Erzähl mal was darüber. Wie ist denn das entstanden? Ja, es hat sich einfach so ergeben. Gut, die Historie ist ja, wie der Sprecher schon gesagt hat, der Gerd Hegele, der ganz normale Segelflug, da gab es ja das Prinzip des dezentralen Wettbewerbs schon seit Jahrzehnten. Und wir haben eigentlich Ende der 90er Jahre nur umgestellt auf die neuen Möglichkeiten mit GPS-Dokumentation und mit Internet. Und mich hat schon immer ein bisschen interessiert, ich komme aus dem Modellsegelflug, allerdings nur im Amigo-Niveau vor 30, 40 Jahren, das auch für den Modellsegelflug mal zu realisieren, nachdem das ja so ein großer Erfolg war bei den Segelfliegern. Wir sind mittlerweile die weltweit renommierteste Plattform auf dem Gebiet. Und da lag mir immer der Florian Schambeck und noch ein paar andere im Ohr und sagten, Mensch, du musst unbedingt.
Und dann haben wir das einfach mal vor 3 Jahren realisiert. Und es ist ein sehr interessanter Weg für die Modellsegelfliege und auch für uns. Es ist aber auch eine große Herausforderung, einmal das dezentrale Fliegen im Modellsegelflug zu etablieren und zum Zweiten etwas mehr Sport in den Modellsegelflug zu bringen. Denn sehr reizvoll, keine Frage, die nachbildende Fraktion, ja, aber auch sehr reizvoll die Sportfraktion und es beides zu verbinden. Das heißt, Scale heißt nicht nur gut aussehen, sondern Scale heißt auch gut fliegen. Ja. Das ist unsere große Herausforderung und da sehen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Ne? Ja, wir sieht ja, letztes Jahr waren es wenige Teilnehmer, jetzt sind wie viele Teilnehmer dazugekommen? Ja, wir haben also an die 90 bis 100 Teilnehmer, die aktiv Flüge gemeldet haben und es wächst ständig, langsam, aber es wächst. Ja. Und die Philosophie greift langsam zwischen den Ohren bei den Modellsegelfliegern, um was es hier geht. Der Florian hat ja ganz eindeutig oder ganz einmalig oder ganz anschaulich geschildert, wo die großen Herausforderungen sind, wo die Bereicherungen sind. Denn Modellsegelfliegen ist nicht nur zu starten, irgendwie in eine Bar zu stolpern, Höhe zu machen und dann spektakulär abzutonen, sondern Modellsegelfliegen heißt in Strecke umsetzen. Einfach fliegen, sich den Mut nehmen und fliegen bis an die Grenze der Sichtweite, wo man das Modell noch sauber beherrscht, flächig zu fliegen und wieder zurückzukehren und mittendrin Aufwinde nutzen, das ist die große Herausforderung. Lässt sich ja dann steigern, noch dahingehend, dass man dann alles noch optimiert im Hinblick auf Sollfahrt und das Gefühl fürs Flugzeug besser zu bekommen. Kein Thema. Und das ist ja auch ein ganz großes Problem, weil das gesagt sagst, Leistung für die Leistungsfähigkeit, der Testbericht. Alle Testberichte in allen Magazinen konzentrieren sich mehr oder minder auf das Einpassen vom Marbrett. Der fliegerische Teil, da werden Kriterien wie Steigfähigkeit, Durchzugfähigkeit, drüberbrausen, mal eine Rolle fliegen, auch wenn es nicht ASH 26 Scale ist. Ja, warum? Weil in der Regel die Tester es nicht verstehen, richtig Segel zu fliegen. Das heißt, die gewonnene Höhe in Strecke umzusetzen und herauszuarbeiten, die entscheidenden Kriterien. Als das sind die Steigfähigkeit, wie nimmt ein Modell den Aufwind an, letztendlich, aber wie macht es auch Strecke, wie spurt es, ja? Das sind ja, wie soll ich mal, Zielkonflikte und da gibt es bestimmte Modelle, wie die Argo von Scharnbeck, die beherrschen eben diesen Zielkonflikt, die steigen gut, die nehmen gut Thermik an und die machen gut Strecke, das können nicht alle. Ja, da hast du recht, ne? Aber es liegt auch viel an den Piloten, die eigentlich erstmal dahin gebracht werden müssen. Kann. Ja, ja. Und damit lernt man das Modell auch besser kennen. Steigfähigkeit, wie steige ich die Thermik ein, wie zentriere ich am schnellsten und so weiter. Da muss man üben, da muss man viel fliegen und ist natürlich im Modellsegelflug das grundsätzliche große Manko. Es gibt keine entsprechende Ausbildung dafür. Ja. Die Segelfliegerausbildung, die teilt sich ein in 3 Stufen, die A, die B, die C. Die A-Stufe ist einfach der Freiflug und die Landung. Die B-Stufe ist das Landen aus ungewohnter Position und das Thermikfliegen am Platz. Und die C-Stufe ist der Überlandflug. Und die Modellsegelflieger bleiben in der Regel in der B-Stufe hängen, oftmals ihr ganzes Modellfliegerleben lang. Ja, da hast du recht. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei uns in den Fachbeiträgen jetzt das auch so reingebracht. Das hast du ja auch schon mal gesehen, ja. Im Ansatz, die Sollfahrt gemacht wird, über von Bad zu Bad, die Druck genau. Nicht schnell und so hoch anzukommen. Genau. Und das versuchen wir ja auch beim Modellpilot EU nach vorne zu bringen. Ja. Das ist genau der Punkt. Und das macht das Spannende aus. Wir haben quasi mit euch jetzt eine Erfahrung. Also erstmal großen Glückwunsch an euch. Ja. Es macht einen Riesenspaß, da mitzumachen. Und auch viele, die dort mitmachen, die erzählen auch ganz begeistert. Immer auch wenn ich am Platz selbst liege, ich sehe immer wie die großen Augen, die da gucken. Was macht ihr denn da? Und dann freut man sich wieder innerlich. Ah, hast du wieder eine Runde drin? Ja. Und diese Begeisterung kommt auch rüber und man merkt auch, wir haben doch jetzt Spanier da drin, wir haben Südafrikaner dabei, Italiener, Deutsche, Österreicher, Schweizer. Und alle begreifen das auch so langsam, dass noch mehr ist, als nur am Platz rumzugucken. Es ist schlichtweg, es ist eine Bereicherung, ja. Es erweitert die Freude am Modellsegelfliegen. Genau, unsere Message und da sind wir auf einem guten Weg. Ne? Ja, das habt ihr gut hingekriegt. Also, ja. Lieber Rainer, danke fürs Interview. Schönen Dank fürs Gespräch. Gell? Alles Gute. Tschüss.